passieren, dass insgesamt Rutschen kommt. Das, was passieren, ist, der Euro kaputt geht mit all den Konsequenzen. 50% unserer Exporte gehen in die Eurozone, in die Nachbarländer hinein, so mit es. Den Folgewirkungen. Mehr. Bitte jenseits So der ist es. ersten Empörung, die ich voll teile, die Konsequenzen bedenken. Nur das ist seriöse Politik. Also, man, mit, Frau Marschall, das ist man die muss Wahl auch die zwischen Kirche, Pest und Cholera, wenn ich es richtig verstanden man muss auch habe. deswegen noch mal die Kirche Ja? im Dorf lassen, wenn diese riesen Milliardenbeträge hier durch den Raum fliegen. Es ist ja nicht so, dass jetzt im Moment dort Geld fließt von Deutschland nach Irland oder Bürgschaften. Hier werden Bürgschaften ausgesprochen. In der Höhe von? Das weiß keiner, Sie auch das nicht. Das wissen wir noch nicht genau. Ich dachte, es gibt so 17 da Milliarden für Deutschland wissen Sie mehr alleine. Als Irland. Die wissen selbst Frau Maischberger, nicht. Es gibt da Spekulation. Nochmal eine Bürgschaft. Eine Bürgschaft wird nur dann in Anspruch genommen, sprich es fließt Geld, wenn der andere tatsächlich nicht mehr kann. Hier wird erstmal nur mal Stützung gegeben nach dem Motto, der steht da und zittert etwas und ich fasse ihm unter die Achseln. Ja. Aber ich hebe ihn noch nicht hoch. Als es um Arkandor ging, waren Sie gegen jegliche staatliche Hilfe. Warum ist das für ein Land wie Irland dann anders? Ich bin gegen jegliche staatliche Hilfe bei privatwirtschaftlichen Unternehmen, die durch unternehmerisches Fehltun in eine kritische Situation geraten. In der Tat, das war meine Haltung und ist meine Meinung. Hier haben wir eine völlig andere Ausgangsvoraussetzung, die Herr Brüderle gerade beschrieben hat. Durch die wahnsinnige globale oder internationale Interdependenz können Sie eben nicht ein Mitglied fallen lassen und sagen, naja, dann sind die anderen nicht betroffen. Mhm. Während Sie spielen auf das Thema Karstadt an, bei Karstadt, das hätten Sie ja wohl machen können. Mhm. Herr Dehm, es gab einen Kommentar eines Zeit-Online-Lesers, der sagt, die Ackermänner, die Gierigen unter den Bankern haben die Krise verursacht in jedem Land. Und an jedem Land, das in der Krise pleite geht oder pleite zu gehen droht, verdienen die auch wieder. Und immer springt Mama Merkel mit einem Rettungsschirm zur Seite. Wann werden wir diese Gierhälse enteignen? Ich habe momentan gedacht, waren Aha. Sie das? Nee, aber ich würde gerne den Namen dann später von Ihnen erfahren, um den auf das Aufnahmeformular für die Linke zu schicken, weil er völlig recht hat. Der Kernpunkt ist der folgende. Gemacht ist diese Krise, dieser Bauboom, dann mit den 12,5% Dumping, Steuerdumping in Irland, wo die Pharmaindustrie, die IT-Branche sich angesiedelt hat, von Leuten, die sich dort schnell eine unglaubliche Rendite verdient haben. Diese Banken müssen jetzt zur Kasse gebeten werden, und zwar durch Entschuldung. Das kann man in Portionen machen, das kann man direkt machen, aber das muss durch eine Entschuldung, müssen die Banken beteiligt werden und nicht der Steuerzahler für Leute, die sich jahrelang, übrigens auch in Griechenland, eine goldene Nase verdient haben. Es waren übrigens die konservativ-liberale Regierung Karamanlis, die diesen ganzen mafiosen Staatsapparat aufgebaut hat. Ich will das nur mal sagen. Nicht, dass der Eindruck entsteht, das wären die Linken gewesen in Griechenland. Die Linken, die In Irland und in Griechenland ist die Deutsche Bank immer mit drin, Goldman Sachs immer mit drin. Und ich will Ihnen was sagen, wenn die Banken wirklich staatsrelevant sind, warum verstaatlichen wir sie dann nicht? Um es mal so zu sagen, wenn die Finanzen das Blut der Wirtschaft sind, dann kann ich doch nicht die Blutbank den Vampiren überlassen. Jetzt so, möchte ich erst mal wissen, ob am Kern des Vorwurfs etwas dran ist, weil das ist ja polemisch formuliert. Herr Müller, würden Sie denn aus Ihrer Sicht sagen, ja, die Banken tragen die Hauptschuld am Irland-Desaster und deshalb müssen sie auch beteiligt werden? Ja, natürlich. Die Banken tragen hier tatsächlich eine Hauptschuld. Es ist gerade in Irland, es ist eine Vergabe von Krediten passiert, die gar nicht hätte stattfinden dürfen. Es haben viel zu viele Leute Kredite bekommen, die sie wie in den USA sich halt nicht haben leisten können. Wer sich die Immobilienpreisentwicklung in Irland anschaut, der wusste, dass das eine Katastrophe wird. Trotzdem hat man sehenden Auges gemacht, weil man spielt, man tanzt auf der Party, solange die Musik spielt. Das ist passiert. Aber ganz klar, Minister Brüder hat vollkommen recht. Hätten wir Irland fallen lassen, hätten wir dort die Gelder nicht bereitgestellt, es wäre zum Bankrun in Irland gekommen, die Leute hätten ihr Geld abgezogen, das hätte sich fortgesetzt durch Portugal, durch Spanien, der Euro wäre uns hier innerhalb von wenigen Wochen um die Ohren geflogen. Nicht, dass diese Gefahr vorbei wäre, das wird sowieso passieren, aber auf jeden Fall haben wir in Irland dieses Riesenproblem. Und eine Frage habe ich dazu noch, wir haben vor 4 Monaten einen Stresstest der europäischen Banken gemacht. Ja. Ein Stresstest, bei dem rausging, dass die irischen Banken gut dastehen, dass sie keine Probleme haben. Ja. Keine 4 Monate später sind die in solchen Problemen, dass der irische Staat, die Europäische Union vom Platzen steht, dass wir
nahezu zwischen 80 und 120 Milliarden bereitstellen und müssen als das? Bürgschaft. Wobei es heißt ja immer so schön, würgen sollst du würgen. Ich muss keine Bürgschaften geben, wenn nicht die Gefahr besteht, dass ich tatsächlich... Das heißt, den Stresstest kann man sich sparen, der taugt nichts. Das war eine reine Farce. Man hat die Daten, die die Banken geliefert hat, ungeprüft übernommen und hat daran ein schön Wetterszenario durchgerechnet. Und wenn es 4 Monate später schon platzt, dann kann man sich vorstellen, wie dieses Szenario aussah. Wir kommen jetzt zum Kern des Problems. Woran liegt das? Die Fehlentwicklung ist da, das ist nicht zu bestreiten. Hat aber verschiedene Ursachen. Einmal Versagen der Bankenaufsicht, auch in Deutschland. Ja. Sie wird ja auch bei Deutschland neu organisiert, bei der Bundesbank konzentriert. Die Amerikaner lösen die SEC auf, kommt auch zur Notenbank. Auch in Irland hat die Bankenaufsicht ganz offensichtlich versagt. Zweitens, die Spielregeln, die der Staat setzt, waren nicht in Ordnung. Wir haben Konsequenzen gezogen. Ungedeckte Leerverkäufe jetzt verboten, muss anderes Reglement einziehen. Das ist auch Aufgabe des Staats. Dann gucken wir mal die deutsche Landschaft an. Wo waren die schlimmsten Verluste? Die Deutsche Bank steht ja Gott sei Dank unter Staatshilfe noch kräftig da. Nein, die Landesbanken haben etwa 120, 130 Milliarden verbrannt, bisher was da ist. Die bundeseigene, indirekt IKB, da hat die bundeseigene KfW auch mal eine Bank kaufen wollen, 10 Milliarden weg. Da sind doch die Fehlsteuerungen dabei, die Bankenlandschaft muss ein Stück Herr Brüderle, in Deutschland sind von den Rettungsgeldern für die deutschen Banken gehen 80% auf die Landesbanken und die EKB. Aber jetzt müssten Sie doch mal bitte Frau Neumann erklären. Der Punkt ist bitte noch nicht geklärt worden. Frau Neumann, wie viel Steuern zahlen Sie im Monat auf Ihrem Verdienst, der relativ... 50% ist alles weg. Also von den... Sozialabgaben, Lohnsteuer 5, 50% sind weg. Und nur ist die Frage, wenn wir bei einem Monopoly-Spiel sind, wer geht denn jetzt für diese Misere ins Gefängnis? Wer darf denn jetzt eine Runde aussetzen? Und wer trägt die Rechnung? Wenn diese Herrschaften darüber so diskutieren, kann ich manche Diskussionen nicht folgen. Weil ich überlege jetzt so die ganze Zeit, was muss ich jetzt persönlich wieder hergeben? Weil da nur spekuliert worden ist. Wir hatten es zweimal. Und ich möchte jetzt ganz gerne wissen, wer geht denn da in den Knast für? Ja. Wer muss jetzt aussetzen? Und was nimmt man mir jetzt in Folge wieder weg? Ich weiß nicht, wer in den Knast geht. Also ich hoffe mal aus dieser Runde keiner. Aber meinem alten Freund Dieter Dehm möchte ich jetzt hier nochmal Folgendes sagen. Und jetzt hör mal gut zu. Im Ostblock waren alle Banken verstaatlicht und das war die größte Pleite aller Zeiten, wo ihr regiert habt. Eine völlige Bauchlandung. Ja. Ja, und also die Linkspartei eignet sich überhaupt nicht als Ratgeber für Banken oder sonst jemanden. Nein, gar nicht. Die Komplettpleite des Ostblocks und alle Banken waren verstaatlicht. Ist in Ordnung, das ist wichtig. Die Komplettpleite des Ostblocks ist nicht die Verstaatlichung der Banken, sondern die Verstaatlichung des Handwerks. Dass man im Ostblock kleine Unternehmen verstaatlicht hat. Die Banken verstaatlicht haben wir in Österreich auch gehabt. Ja. Wir hatten die niedrigste Arbeitslosigkeit durch Verstaatlichung. Also darf ich jetzt mal sagen, es ist eine glatte Themaverfehlung. Ganz kurz haben zwar über die Verstaatlichung der Banken zu reden. Ich weiß, Sie kennen sich, ich weiß, Sie duzen sich, Sie mögen sich, obwohl Sie überhaupt nicht einer Meinung sind. Aber die Antwort ist, sind Sie Frau Neumann schuldig. Und jetzt, wenn Sie ausweichen auf die DDR, ist das nicht die Antwort auf Frau Neumann. Wer geht quasi für das, was jetzt verbockt wurde, in den Knast? Und warum soll sie denn als Steuerzahlerin am Ende dafür aufkommen? Also der erste Teil der Antwort, den habe ich gegeben, das wiederhole ich gar nicht mal. Ich hoffe mal aus dieser Runde keiner. Also ich bin kein Banker, Herr Dehm glücklicherweise auch nicht. Und bei der Frage, wer dafür aufkommen soll, bin ich auch der Meinung, in der Tat, dass man muss Irland ja retten, weil... Von der Logik her, warum hätte man denn sonst Griechenland gerettet? Und dann Irland nicht? So, deswegen wird es auch weitergehen. Und man muss natürlich auch die Banken, das ist völlig außer Frage, daran beteiligen, weil das hat Herr Möller völlig zu Recht gesagt. Also, es gibt ja immer zwei Seiten. Irgendwo, an irgendeiner Stelle hat die Gier eine solche Rolle gespielt, dass Sachen aufgelegt worden sind, dass man den Überblick verloren hat. Also irgendwo die Verursacher, die stehen ja im weitesten Sinne fest. Sie stehen aber natürlich nicht personal fest. Und wie Herr Brüderle richtigerweise sagt, es ist ja auch in Deutschland so, in der Tat mehr als 75% dessen, was da anfällt, kommt von den Landesbanken. Muss man denn jetzt gucken, wer da die Gewinne gemacht hat und einfach die Gewinne abschöpfen kann? Wäre das so einfach? Könnte man das machen? Also das ist ein Thema, was mich auf jeden Fall umtreibt. Dass wir die Banken momentan retten müssen, ich glaube...
Vielleicht gibt es andere Meinungen, aber ich glaube, das müssen wir machen. Kann man pleite gehen lassen. Wir mussten das machen, um das System zu erhöhen. Ich würde gerne die Banken in die Pflicht nehmen, zu sagen, Freunde, wir helfen euch raus, wir Steuerzahler, wir stehen für euch klar, wir geben unser Geld dafür als Bürgschaft, wie auch immer. Aber dafür hätten wir gern Rückzahlung. Die Schäden, die ihr entstehen lasst, und wir reden bitteschön nicht nur über die Schäden direkt für die Bankenrettungen, sondern was habt ihr denn in der Volkswirtschaft an Schäden angerichtet so in diesen Jahren? Diese Schäden zahlt ihr uns in den nächsten, von mir aus, 50 Jahren zurück. Oh ja. Ihr zahlt so und so viel Prozent eurer Gewinne in den nächsten Jahren zurück. Was machen wir? Wir haben jetzt bei den Rettungsschirmen, bei den Geldern, die wir zum Beispiel der Commerzbank zur Verfügung gestellt haben, haben wir Formeln eingebaut, dass die von ihrem Gewinn was abgeben müssen, dass die Zinsen zahlen müssen. Mhm. Nur das, da hat man sich so über den Tisch ziehen lassen, dass die, obwohl sie jetzt Gewinn machen, mit Bilanztricks doch nichts zahlen müssen. Und es wird nicht mal gestundet, sodass sie später zahlen müssen, sondern es verfällt dann einfach. Ist denn in also der Irland-Rettung irgendetwas, sind die Banken bei der Irland-Rettung irgendwie beteiligt? Weil das war eine Diskussion, soweit wir es verstanden haben, nein. Das weiß noch keiner, weil jetzt ausgehandelt wird, das ist der IWF, das ist der Rettungsfonds, die Kommission, die EZB. Ja, aber das müssen jetzt Sie doch wissen Ausfall. Als Wirtschaftsminister. Entschuldigung, ich bin nicht der Oberkommandeur der Europäischen Zentralbank. Da müssen Sie für sorgen, dass die Banken beteiligt werden. Der Oberkommandeur der Europäischen Kommission und noch nicht des IWFs. Keine Machtanmaßung. Also wenn's erstens mal, die müssen, Sie, so. Ganz nur von den Fakten her, die müssen mit den Agreement aushandeln. Und ähnlich wie Griechenland wird es ein hartes Regime sein für Irland. Es wird nicht einfach sein. Es werden massive Eingriffe sein. Das ist sein. Der Fehler. Auf die Rente, und das Interessante ist ja übrigens nur nebenbei, Herr Kollege Dehm, in Griechenland hat die PASOK, linke Partei, Sozialisten, haben trotzdem die Kommunalwahl gewonnen, obwohl sie drastische, mutige und Chapeau für Herrn Papandreou, hat es bisher durchgehalten, Veränderung vorgenommen hat. Das ist notwendig. Im Kern geht es auch in Irland darum, dass man eine Fehlsteuerung verändert. Und da haben Sie völlig recht. Wir müssen, da geht es jetzt um die Erarbeitung des Krisenmechanismus, weil die Regel, übrigens Rot-Grün waren ja die Ersten, die die Kriterien von Maastricht nicht erfüllt haben, dagegen verstoßen haben. Das ist nur nebenbei. Die haben auch liberalisiert. Die haben die Private Equity und die alle zugelassen. Das ist nur nebenbei. Die sind nicht dabei gewesen, aber Rot-Grün. Man muss es vernünftig machen. Wenn Sie nochmal einen Schachtel dazu packen, dann verstehen wir es nicht mehr. Jetzt müssen wir finden, dass die Banken bei dem zu schaffenden Rettungsfonds mitbeteiligt. Wir nennen das Haircut. Natürlich, wer höhere Zinsen kriegt, weil er von Irland Staatsanleihen kauft, muss auch ein Stück Verantwortung in den Konsequenzen tragen. Können Sie es denn verstehen, wenn die Menschen auf die Straße gehen in diesen Ländern, wenn ich die Frage noch dazu stellen darf, sie gehen in Irland auf die Straße, sie gehen in Griechenland, schicken sogar Bomben, weil sie es ungerecht finden. Das ist ja vernünftig. Die Griechen, und zwar deshalb, weil sie sagen, jetzt wird gespart an den Bürgern der Länder, die gar nicht, so wird gesagt, dafür können, dass die Banken dieser Länder oder die Regierung das Geld verzockt hat. Können Sie es denn erklären? Da hat keiner verzockt. Mir passt das ganze Vokabular nicht, was im Moment in diesem Raum ist. Lassen Sie mich bitte mal ausreden. Wenn hier sagt, wer geht dafür in den Knast, dann ist das, habe ich das als rhetorische Frage verstanden, die Sie einfach mal so in den Raum stellen. Die können Sie ja nicht ernst gemeint haben. Ja, das steht ja. Darf ich mal zu Ende reden? Wenn dann hier gesagt wird, hier wird gezockt und spekuliert, das ist in diesem, wenn ich vom irischen Staat als Bank eine Anleihe des irischen Staates kaufe und in mein Portfolio lege, dann ist das kein Zocken und Spekulieren, sondern das ist eine Vermögensanlage einer Bank. Punkt. So, jetzt ist eine Situation, das hat mit Zocken nichts zu tun. Ich bin noch nicht fertig. Das hat mit Zocken nichts zu tun. Und wenn jetzt eine solche Situation eintritt, dass in der Tat Immobilienpreise in Irland ein Niveau erreicht haben, das zu hoch war, ja, dann sind dort eben wirtschaftliche Entwicklungen eingetreten, die so aus meiner Sicht, ich bin kein Banker, nicht voraussehbar waren. Und jetzt reden wir darüber, und wie wir diese Situation meistern. Und wenn wir die internationale Verflechtung nicht hätten, die wir eben haben und die wir alle nutzen als Tourist, wir kaufen Waren aus aller Welt, alle nutzen die Globalisierung, alle nutzen die internationale Verflechtung und jetzt müssen wir zur Kehrseite stehen und helfen. Und nochmal, noch ist kein müder Euro aus deutschen Steuertaschen geflossen. Es werden Bürgschaften gegeben. Wir müssen hier etwas mehr Präzision haben und die Dinge nicht so pauschal behandeln. Sie glauben auch nicht, dass die Bürgschaften irgendwann mal gezahlt werden müssen? Bürgschaften sind dazu da, dass sie gezogen werden können. Aber ich weiß nicht, ob sie gezogen werden müssen. Das weiß im Moment niemand, Frau Maischberg. Niemand. Ich habe verstanden. Sind Sie denn damit zufrieden? Ich möchte jetzt keinen Nachhilfeunterricht, wie das entstanden ist. Ich habe eine Frage gestellt. Wer zahlt die Rechnung? Es gibt noch keine. Sie nennen es Bürgschaft? Noch gibt es keine Rechnung. Ach, es gibt keine Rechnung. Und es
Ich kann es nicht nachvollziehen. Wer kommt jetzt dafür auf? Also um das an dem Beispiel, noch mal kurz klar zu machen. Genau. Die Sanierung ist der Sparkurs, über den man diskutieren kann. Wenn man zum Beispiel sagt, man lässt alles gegen die Wand fahren, dann ist der Schaden ja in jedem Fall da. Deswegen, ich nehme noch mal meinen Freund Dieter. Dieter sagt, Hypo-Realität abwickeln. Ja, das hast du ja nicht ernsthaft gemeint. Doch. Da liegen über 100 Millionen. 200 Milliarden über 100 Milliarden Staatsgarantien liegen da drauf. Und das werden sie immer noch nicht gerettet haben. Lieber Genosse Dehn. Wenn diese 100 Milliarden fällig werden, dann musst du deinen Wählern mal erklären, wieso die dafür damit bezahlen, dass die Hypo-Realität. Also nochmal, du bist dafür, das ist meine Frage. Du bist dafür. Du bist dafür. Ich bin sogar bei dass der Steuerzahler dieses ganze Desaster bei der Hypo-Realität jetzt bezahlt. Also, habe ich das richtig verstanden? Wenn ich das mal sagen darf, er sagt, da wurde nicht gezockt. In der Spitze mit Immobilienblase in einem Volk von 4,5 Millionen Menschen